Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind letztes Mal mit dieser schnuckligen Bahn gefahren. Und ja, gucken uns jetzt hier um. Hier liegen schon tote Roboter und Spielen. Das heißt, irgendwer wird sie getötet haben. Ah ja. Unsere neue Rüstung war's. Ich guck erstmal, was hier ist. Ich sagte, ich gucke jetzt erstmal, was hier ist. Können wir sie umlaufen? Ha, umlaufen. Mit einem Schuss verkrüppelt. Boah. Okay, also ich würde sagen, A, die Waffe ist gut, B, ich kriege gerade auch nicht aufs Maul und C, dass wir in Dings hier investiert haben. War auch eine gute Idee. Kann der durch die Wand durchballern oder was? Hä, wie kann der denn durch die Wand schießen? Ist doch Bullshit. Ja, aber das Problem ist das schöne Ding hier. Der war das Problem. Enclave Armor MK2. Ja, bitte. Ein Finger. Die Drained hätte ich gar nicht einsammeln müssen. Enclave Hellfire Armor. Okay, dann gucken wir doch mal. Pyrrhal. Die einmal reparieren. Ausrüsten. So, das behalten wir natürlich. Das ist klar, damit wir immer noch als Brotherhood of Steel erkennbar sind. Jetzt sind wir aber hier wieder über den Punkt drüber. Das ist schon ganz gut. Wir können zwar auch ein bisschen weniger tragen. Das ist natürlich wieder ein bisschen blöd. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Tribeam Laser Rifle. Da müssen wir den halt reparieren. Laser RCW können wir reparieren. Die Minen können wir wegschmeißen, ein paar Granaten können wir wegschmeißen. Mit dem Flamer bin ich eigentlich auch nicht so glücklich, muss ich sagen. Aber der hat halt, es geht halt auf Energie, ne? Schmeißen wir davon noch einen weg. Die können wir mal eben hier zusammenpappen. Warum denn nur noch 313? So, das ist albern. Schmeiß mal noch eine von weg. So, das hier benutze ich irgendwie auch gar nicht. So. Trennen wir uns mal von so ein bisschen Kram. Ist halt ein bisschen blöd, aber wir müssen jetzt diese Rüstung benutzen. Und wir sind auf der Air Force Base, das heißt, es wäre schon ganz gut, hier nochmal ein bisschen sich zu heilen. So ein Red Away wäre vielleicht auch mal wieder eine nette Sache, die man ganz gut machen könnte. So ein bisschen runter mit der Strahlung. So, da wollen ein paar reinballern. Speichern. Und mal gucken, was es hier gibt. Oh ja. Das ist noch eine super Idee, dass wir jetzt ganz alleine hier die Basis infiltrieren. Tesla Cannon Prototype. Und die Orders.
Ach, die Tesla Cannon Prototype brauchen wir auch gar nicht unbedingt, aber... Wer wären wir denn, dass wir die nicht mitnehmen würden? minus 20 HP, okay. Grenade Machine Gun fand ich nicht so toll. Weg damit. Schauen wir uns dann mal die Energie. Das war schon alles. Nee, oder? Nee, nee, wir müssen da rüber. Das ist ein ganz neues Gebiet hier. Warte mal, aber jetzt... Aua. Aha. Hup. Ich glaube, wir werden hier sehr viel Spaß mit haben. Vor allem, wir haben so viel Munition dafür. Oh, neue Rüstung. Oh, die haben das auch. Oh, oh, die haben das auch. Die haben das auch. Aua, 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 aua. Alter. Boah. 1000 Türme. Und die machen mir aber Bonusschaden. Ja, ich heile mich gleich. Super Stimpack. Für den Debuff. Oh, da sind richtig viele Türme da oben. Das ist unangenehm. Okay. Achso, mit dem Ding kann ich nicht schnell gehen. Hm. Das überzeugt mich, dass wir einfach nur noch mal ein bisschen mehr... Wir sind überladen? Warum haben wir denn auf einmal nur noch 302? Ich raff's nicht. Ist doch wieder irgendein Bug, oder? 10 mm benutzen wir irgendwie gar nicht mehr. Keine Rolle mehr. Wieso sind wir denn jetzt so oft überladen? Wir haben richtig viel verloren. Die Rüstung nehmen wir. Zack. So. Das macht nämlich vieles einfacher. So, wo ist unser Tesla? Da. Achso, der hat immer nur einen Schuss. Okay. Engaging Targets. Vielleicht hat er hier irgendwas gegessen, was den Bonus gebracht hat. Oh ja, das ist ganz gut, dass wir jetzt hier sind. Aber das war jetzt nicht gut. Jawohl! Alter! Ich weiß nicht, ob es besser wäre, hier einfach durchzurennen. Ich glaube nicht. Vielleicht machen wir es auch nochmal. Ah, hallo! Ah, ich wollte eigentlich heilen. Heilen, hallo. Heilen. Eieieiei. Kriegst ja die Krise hier bei diesen Anzahl an Türmen. Boah. Gibt's noch nicht. So, da hinten sind die ganzen Helis gelandet. Kannst auch nicht viel gegen machen. Muss ich vielleicht auch nicht direkt davor stellen. Sehe ich ein. Dann steigen da noch welche aus. Ja, natürlich steigen da noch welche aus. Natürlich. Können wir unsere Rüstung weiter verbessern. Jawoll. Mega.
Wie gut war das denn? Jetzt ist der Helikopter explodiert. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja richtig gut. Also manchmal überrascht es mich doch immer wieder, was es hier alles so gibt in diesem Spiel. So, das wollte ich ja haben. Und noch eine. Dann können wir nämlich hier eben wieder... Ich muss auch mal sehen. Jetzt fühle ich mich wohl in meiner Haut. Jetzt sind wir wieder bei 313. Da ist ja noch so ein Ding. Wie viel haben die denn hier? Nein. Das Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh. Sowas ist immer gefährlich, wenn das Spiel abstürzt. Nicht, dass da irgendein Mod-Konflikt drin ist. Wenn das so ist, dann sind wir eh im Arsch. Okay. Ja, diesen Fehler kriege ich immer. Ich weiß nicht genau, welche Mod jetzt hier noch irgendwelche Probleme macht. Bisher habe ich es immer ignoriert. Bisher ist es immer gut gegangen, dass ich es ignoriert habe. Okay, ich habe direkt danach gespeichert. Das ist gut. So. Okay, wir müssen erstmal uns um... Nein, um die kümmern wir uns nicht. Die brauchen wir. Das ist unser Freund. Das ist unser Feind. So wird das nix. Ah ja, der war ja auch noch da. So, den hätten wir. Ach so, sie kriegt das ja nicht hin. Macht er keinen Schaden mit? Warte mal. Das ist ja ein bisschen witzlos. Das sieht besser aus. Ja. Begrenzt besser. Kann doch jetzt nicht an dem scheitern. Damit sollte es aber auf jeden Fall gehen. Zumindest ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier mega viel Schaden macht. Jawohl, darauf habe ich doch gehofft, dass der mal kommt hier. Mich rettet. Ansonsten hätten wir noch hochklettern müssen. Das wäre jetzt aber auch nicht so cool gewesen. Oh, jetzt so. Ja, ja, ich sehe es ein. Ich muss mich dahin schleppen. Okay, dann scheint es wirklich zu sein, je schlechter die Kondition der Rüstung, desto weniger kann man tragen. Pyrrhel. Reparieren. Zack, zack. Speichern. Okay, das scheint jetzt aber irgendwo... Weiß nicht, warum das jetzt abgestürzt ist eben. Aber das Schöne ist, das Spiel kann man ja schnell neu starten. Und das Problem scheint jetzt auch gelöst zu sein. Also nichts, was jetzt hier direkt Probleme macht, hoffe ich. Der Angriff war jetzt... Jawoll! Oh! Ich dachte, es brennt bei denen. Knapp. Ja, warum brennt das denn nicht bei denen, sondern bei uns? Ist ja frech. Na komm, wir nehmen jetzt hier auch noch ein bisschen Coca-Cola hinterher. Denn was entspannt besser im Kampf als ein Schluck Coca-Cola? Und das Schöne ist, wenn man den hat, dann kann man auch mal nicht so guten Lagen schießen. Man hofft einfach, der Typ kommt schon. Das, aha, der Kollege ist der schlimme Finger. Ja, ich brenne leider noch. Hoch, hoch. Die Waffe ist der Hammer. Es ist so schön. Keine Ahnung, was der DLC damals gekostet hat, aber alleine dafür. Artillery Switch. Natürlich. Ah. Okay.
Vielleicht hätten wir das zuerst machen sollen. Dann gönnen wir uns jetzt nochmal einen Moment der Ruhe. Achso, das hatten wir ja noch gar nicht. Die Artillery. Ach genau, die Artillery Note haben wir eben eingeladen. Okay. Dann haben wir hier noch Orders. This is Paladin Tristan. If you're listening to this, then you've made it through the presidential metro, and Adams Air Force Base is all that stands in your way. Our scouts report that the fire controls for the orbital missile satellite are located in the main tower of the Enclave mobile platform. The only way into the platform is by way of a ramp that lowers from a watch post the Enclave set up in the old air traffic control tower. When you opened the crate, it triggered a beacon. We'll pick up the signal and start the assault to cover your entry. Good luck and Godspeed. Okay, danke schön. Gehen wir noch den Regulator. Don't bring us off to a couple of residents. Regulators require your aid in bringing the scum and pestilence that inhibit our home. Okay, report to Centaura Cruz at the regulator headquarters. Aber wo ist das? Wo ist das? Genau, da müssen wir nämlich die Finger ab, hinbringen. Hinbringen, denke ich mal. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Irgendwo ist jetzt hier aber noch etwas, was uns an den Kragen will. Da. Gibt's ja nicht. Finger. Ja, Armor brauchen wir, glaube ich, nicht. Da. Okay, da sind noch welche. Ich glaube, der Helikopter hat sind zerlegt hier. Ist ja gefährlich. Ich krieg mir einfach so einen Propeller auf den Kopf. Da hinten explodiert wieder irgendwas. Deathclaw Pandor Terminal. Ich glaube nicht, dass ich die aufmachen möchte. Oder? Ich glaube, ich möchte das aufmachen. Wir haben ja das Gerät. Nein, haben wir nicht. Es ist noch keine gezähmte. Egal. Kann man die Todeskralleneier essen? Klauen? Nein. Wir sind hier nicht bei Fallout 76. Oh. Also es ist ja schon eine leichte overpowerte Waffe hier, ne? Aber nur leicht, aber nur leicht. Nur leicht overpowered. Ach, da sind böse Fässer. Ich glaube, wir müssen schon hier hoch. Ah, das ist ein cooles Level. Macht Laune. Engaging Targets. Da noch mehr? Achso, da sind noch Forscher. Wir können auch hier durchgehen. Hallo. Oh, jetzt brutzeln wir, glaube ich, auch. Oh je, ich glaube, wir brutzeln auch. Ja. Nudeln. Ich muss echt mal gucken, wo man die Finger abgeben muss. Das wäre schon hilfreich. Dass wir das auch mal nutzen können, das Feature. Wenn man halt schließlich einen Perkpunkt drauf verschwendet, verwendet. Ja? So, der brusselt jetzt schön weg. Ah, leider hat er doch nochmal geschossen.
Nein. Ja, was ich jetzt noch eingesammelt habe. Ah, die macht das schon, ne? Also ja, so im Grunde von Bellingsen sind die Begleiter schon echt stark. Also ist auch gut, damit sind wir gut durchgekommen. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Da kommen wieder welche. Okay, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ist die da jetzt rausgelaufen? Nee, oder? Wo ist sie denn? Nee, keine Ahnung, wer da sich bekämpft. Ah, sie ist auch wieder da. Okay. Zumindest ist sie wieder bei voller Gesundheit. Aber wo sie jetzt rumläuft, keine Ahnung. Eieiei. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.